Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Angekommen – Gesichter der Vielfalt, heute mit dem Thema Afghanistan. Wenn man aktuell die Nachrichten verfolgt, kann man doch ziemlich erstaunt darüber sein, dass die Situation in Afghanistan alles andere als vordergründig behandelt wird in der Berichterstattung, obwohl in dem Land katastrophale Zustände vorherrschen und aktuell 24 Millionen Menschen und damit fast 60% der Bevölkerung von humanitärer Hilfe und Hunger bedroht sind. Das öffentliche Interesse hält sich aktuell offensichtlich eher in Grenzen, da andere Themen sehr im Fokus stehen und vielleicht einfach näher dran an Deutschland sind. Das war für uns Anlass zu sagen, wir beschäftigen uns in dieser Sendung ganz bewusst mit Afghanistan, weil wir wissen, dass die Situation in dem Land desolater denn je ist und es schwer auszuhalten ist, dass sich in Berlin, bei der NATO in Brüssel oder in Washington offensichtlich kaum noch jemand für den verlorenen Afghanistan-Krieg und deren Folgen interessiert. Ursachen für die humanitäre Katastrophe in Afghanistan gibt es zahlreiche. Die starke Dürre, verbunden mit den Folgen der Corona-Pandemie, aber auch die Machtergreifung der Taliban sind Gründe für die Verschärfung der Lage im Land. Ich möchte heute mit meinen Gästen darüber sprechen, wie sich aktuell die Situation im Land darstellt, wie es den Menschen, die in Afghanistan leben, aber auch den afghanischen Staatsangehörigen, die hier in Deutschland sind, geht. Es soll darum gehen, welche Hilfsmaßnahmen von hier aus möglich sind und welche Einschätzungen und Prognosen meine Gäste haben, wie sich die Situation weiterentwickeln wird. Wir möchten mit dieser Sendung aufmerksam machen auf das Dilemma, in dem dieses Land steckt, auf die katastrophalen Zustände, unter denen die Menschen aktuell dort leben und welchen Anteil möglicherweise auch die westliche Welt daran hat, dass es so ist, wie es ist. Ich habe ursprünglich in diese Sendung 4 Gäste eingeladen, die sich mit mir diesem Thema widmen wollen. Leider hat uns eine Stunde vor Sendungsbeginn eine Kollegin vom Flüchtlingsrat Niedersachsen absagen müssen, weil sie einen positiven Corona-Test hat. Wie so oft in diesen Zeiten müssen wir mit diesen Situationen umgehen können. Und ich freue mich trotzdem und vor allem umso mehr, dass die 3 Gäste, die heute da sind, auch wirklich hier sind und sich mit mir dem Thema widmen. Ich möchte vorstellen, Hassan Amiri im Vorstand des Deutsch-Afghanischen Kulturzentrums Oldenburg. Ganz richtig. Ebenfalls Mitglied des Deutsch-Afghanischen Kulturzentrums ist Fatima Misai. Und Dieter Porschin, ehemaliger Leiter einer kommunalen Gemeinschaftsunterkunft hier in Oldenburg. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Ich fange mal mit Ihnen an, Herrn Amiri. Mögen Sie sich einmal vorstellen und uns sagen, wie lange leben Sie in Deutschland oder auch in Oldenburg? Was machen Sie hier? Und ja. Sehr gerne. Vielen Dank erstmal, dass wir hier heute eingeladen sind. Vor allem auch, dass wir durch diese Sendung halt eben den Menschen in Afghanistan ein bisschen Aufmerksamkeit schenken. Sie haben das sehr, sehr gut gesagt, dass die westliche Konzentration jetzt sich auf ein anderes Land konzentriert, nämlich Ukraine, weil das Land vielleicht näher ist an Deutschland, aber auch an andere europäischen Ländern. Erstmal aber zu mir. Mein Name ist Hassan Amiri. Ich lebe seit 2003 in Deutschland, bin aber seit 2012 hier in Oldenburg wohnhaft, habe hier die Meisterschule besucht und seitdem arbeite ich halt hier in Deutschland als Meister der Elektrotechnik, habe eine Abteilung, dort bin ich Abteilungsleiter und bin Familienpapa. Aber weil ich auch aus Afghanistan komme, bin Aktivist halt in dem Bereich, weil ich gesehen habe, die Problematik, die wir in Afghanistan oder unsere halt eben Schwestern und Müttern in Afghanistan besonders halt eben haben, seit August 2021 versuche ich halt ein bisschen was gegen zu tun und habe einiges in Oldenburg bewegt und entsprechend haben wir auch einen Verein gerade hier gegründet, aber dazu kommen wir noch gleich. Genau. Frau Misai, möchten Sie sich auch einmal kurz vorstellen? Ich bin Fatima Misai und ich bin 2006 nach Deutschland sozusagen geflüchtet und wohne momentan mit meinen Eltern. Und besuche ich auch Schule sozusagen immer noch, obwohl ich ein bisschen älter bin, aber trotzdem, weil ich bin schon mit 15 hergekommen und ja.
Und ja, ich bin 2020 nach Oldenburg umgezogen. Und schon ab letztes Jahr, ich glaube, ich bin in den Verein sozusagen, ich habe die kennengelernt und wollte ich gerne was mit ein bisschen aktiv sein in diesem Bereich. Ja. Okay. Dazu kommen wir gleich, was Sie in dem Verein machen. Und Herr Paschin, möchten Sie sich auch einmal kurz vorstellen? Ja, gerne. Also vielen Dank für die Einladung auf meinerseits. Mein Name ist Dieter Paschin. Ich bin primär als Sozialarbeiter, Dozent und im Moment Lerntherapeut tätig, also ein bisschen andere Felder als damals die Flüchtlingsarbeit bei einem sozialen Träger und in dem Rahmen eben auch im Parkhotel, Kommunale Gemeinschaftsunterkunft 2 damals, hatte ich relativ viel Kontakt durch Sport primär zu afghanischen Männern vor allem. Dieses Sportprojekt war über insgesamt 4 Jahre angelegt und mündete dann auch in der Beteiligung im Spielbetrieb beim Kusenbuscher Sportverein hier und FC Ohmstede, also 2 Oldenburger Vereinen. Und habe in dem Rahmen eine ganze Menge auch erfahren über das Land, habe aber vorher schon begleitend zu meinem Lehramtsstudium in den 80er Jahren Ausländerpädagogik, interkulturelle Pädagogik studiert und in dem Rahmen auch zum Thema Afghanistan einiges gemacht, sodass mich das Thema schon lange begleitet im Grunde genommen. Vielen Dank. Ja, Herr Amiri und Frau Misai, Sie haben es eben schon angedeutet. Es gibt einen neuen Verein hier in Oldenburg. Sie haben einen Verein gegründet, das Deutsch-Afghanische Kulturzentrum. Erzählen Sie uns ein bisschen über den Verein. Wie lange genau gibt es den? Was sind die Aufgaben, Ziele des Vereins? Was machen Sie da konkret? Welche Einflussmöglichkeiten hat der Verein vielleicht auch für Menschen in Afghanistan oder eben auch für Menschen, die hier in Deutschland leben und aus Afghanistan kommen? Also die Idee des Vereins existiert schon seit einigen Jahren. Seitdem ich in Oldenburg lebe, da hatten wir einige MitstreiterInnen uns mal zusammengesessen, weil wir halt hier in Oldenburg Bedarf gesehen haben, weil es gibt halt eben viele Vereine aus anderen Ländern, nur aus Afghanistan nicht. Und die Problematik kennen wir ja. Unabhängig jetzt von dem Krieg, was wir in Afghanistan haben, wenn Menschen, ich sag mal, geflüchtet hier nach Deutschland kommen, Bürokratie ist in Deutschland Punkt 1, was sehr, sehr groß geschrieben ist, schon da fängt das schon an. Die Sprache, das sind so viele Probleme, die ich jetzt aus meiner Erfahrung, aber ich glaube, ich spreche auch im Namen von vielen Menschen, die hierher kommen, unabhängig davon, ob die aus Afghanistan oder woanders herkommen. Daher wollten wir gerne halt einen Verein gründen, dass wir so ein bisschen Abhilfe für diese Menschen schaffen. Mhm. Ja, dass wir halt zum Beispiel Anträge mit ausfüllen, dass wir so ein bisschen die Wege zeigen. Ich mache es schon seit einigen Jahren, dass ich, sage ich mal, vor allem 2015 unbegleitete Minderjährige begleitet habe. Immer wieder mal 5 Menschen, mal 2. Dass ich halt mit denen die deutsche Sprache geübt habe, einmal die Woche oder halt eben meine Erfahrungen einfach hier in Deutschland denen erzählt habe, damit die richtige Wege nehmen. Ich finde, Integration kann man verlangen, aber man kann auch dafür was tun, dass die Menschen sich integrieren. Mhm. Genau deshalb, damals hat es nicht geklappt, weil wir leider halt alle irgendwie studiert oder halt eben Meisterschule gemacht haben. Letztendlich kam dann 2021 die Situation in Afghanistan, die Machtübergabe an den Taliban. Und da haben wir halt noch mehr Bedarf gesehen, weil dann doch viel mehr Leute gekommen sind. Mhm. Aber wir wollten nicht nur für die Menschen hier in Oldenburg und Deutschland was tun, sondern auch für Menschen in Afghanistan, sowie Soforthilfe für diese Menschen. Und dann haben wir uns doch zusammengerauft und relativ schnell haben wir 7 Leute, 8 Leute zusammenbekommen, die dann halt für so einen Verein sein muss. Und haben dann halt eben Antrag gestellt, hat ein bisschen länger gedauert, da sehen wir wieder bei Bürokratie Deutschland. Genau, letztendlich seit Anfang des Jahres ist schon der Verein genehmigt und wir dürfen als Verein arbeiten. Haben leider noch keinen Sitz. Da sind wir gerade noch dabei, irgendwo ein Büro zu finden. Das haben wir im Moment alles provisorisch, aber wir arbeiten trotzdem. Es gibt schon ein
Kurs für einen Computerkurs für unsere Damenwelt. Da sind die Mädels gerade am Organisieren, das machen die unter sich selbst. Dann sehen wir jetzt mit Ideen sowas wie einen Fahrradkurs für Frauen, weil das in Afghanistan halt nicht gewöhnlich ist, dass Frauen dort im Fahrrad fahren. Das wird unterstützt. Und dann wollen wir halt eben gerne die deutsche Sprache, einen Sprachkurs halt eben für Menschen, die neu hierher kommen, aber genauso auch für Kinder, die aus afghanischen Familien hier in Deutschland leben, aber halt eben die Muttersprache nicht kennen. Auch dort wollen wir halt gerne einen Sprachkurs organisieren. Und im Grunde genommen wollen wir halt eben unsere Kultur so den Menschen zeigen. Mhm. Ja? Unsere Kultur ist nicht nur der Krieg, wir haben eine gute Kultur und genau das wollen wir den Menschen beibringen. Mhm. Menschen, die vielleicht irgendwie nur Schlechtes über Afghanistan, über die Menschen aus Afghanistan denken, nein, das ist nicht, wir haben echt gute Kultur, wir haben Feste, die man hier in Deutschland miteinander feiern kann. Jetzt zuletzt haben wir ein Zuckerfest hier in Oldenburg in der Innenstadt organisiert mit Live-Musik. Da kamen sehr viel deutschgeschriebene Menschen dazu und konnten mit uns zusammen essen, viel Gebäck und Süßes. Und genau so wollen wir aber auch die deutsche Kultur den Menschen, die neu nach Deutschland kommen, halt ihnen beibringen. Warum gibt es Weihnachten, warum gibt es Ostern und so weiter und so fort. Das sind Aufgaben oder Ziele, die wir uns vorgenommen haben. Und ich denke, dass wir mittlerweile eine sehr, sehr gute Truppe zusammenbekommen haben, dass wir diese Arbeit machen. Auch Sport wollen wir halt ihm anbieten. Mhm. Also Ideen haben wir viel. Ja. Da sind wir auch ein bisschen auf Stadt Oldenburg angewiesen, dass wir Unterstützung bekommen, aber jeder hat jetzt mittlerweile seine eigene Aufgabe und wir sind alle dabei, halt eben den Verein nach Vordermann zu bringen. Und wie der Name sagt, Deutsch-Afghanisches Kulturzentrum, es müssen beide, also es ist nicht nur für Menschen aus Afghanistan, wirklich für alle Menschen. Also es können auch deutsche Mitglieder werden? Haben wir auch. Okay. Es können nicht, wir sind mit deutschen, dort geschriebene Menschen und Afghanen, die sind alle zusammen und haben den Verein dann halt eben. Von vornherein waren die dabei, die sind dabei, die unterstützen uns. Ich mag nicht dies sagen, also unsere Freunde aus Deutschland, wir machen das zusammen. Okay. Genau. Frau Misai, wie sind Sie daran gekommen an den Kontakt zu dem Verein? Also waren Sie vorher schon mit anderen Mitgliedern im Kontakt oder wie sind Sie darauf aufmerksam geworden? Ganz nicht. Ich kannte die nicht eigentlich, keiner davon. Und wie gesagt, ich bin 2020 Oktober nach Oldenburg umgezogen und ich war ein bisschen schon beschäftigt mit meiner Sache, in was ich lieber machen. Und das war eine Demo, das war 2021 war eine Demo in Oldenburg und meine Mutter wollte gerne dahin. Ja. Und ich hatte ein bisschen zu tun gehabt, und, aber sie hat gesagt, du kannst mich dahin bringen und dann kannst du schon deine Sache machen. Ich war schon da und dann, meine Mutter hat mir gesagt, ich brauche einen Kaffee. Holst mir einen Kaffee, ich gehe dahin. Und dann habe ich einen Kaffee geholt und sie hat gesagt, okay, bleib hier jetzt. Und ich war da und da war Hassan, Herr Amiri. Ja. Und da hat er die ganze Zeit alleine hat er geredet sozusagen und keiner hat das übernommen. Und dann war ich da und dann plötzlich habe ich gesagt, okay, dann mache ich weiter. Und da habe ich ein bisschen weitergemacht. Und am Ende, er kam zu mir und sagt, kann ich deinen Kontakt haben? Willst du gerne in unserem Verein sein? Und ich habe gesagt, okay, gerne. Warum nicht? Und ab dann bin ich schon jetzt so aktiv ein bisschen. Ja, ja, eigentlich, das war alles mein Mutters Plan. Aber dann, als ich im Verein war, hat mir echt gefallen. Und habe ich gesagt, ja, ich bedanke mich meiner Mutter sozusagen, dass diese Plan, dass Sie hier auch Kontakte gekriegt haben zu anderen Mitstreitern, die sich für die Situation von der afghanischen Bevölkerung einsetzen. Genau. Ja. Okay. Und wie viele Mitglieder haben Sie jetzt mittlerweile inzwischen? Also die, die sich schon fest angemeldet haben, sind, glaube ich, zwischen 30 und 40, aber Tendenz steigend, weil Interesse ist groß, vor allem, weil wir diese vielfältige Programme haben, deutschen Kurs, persischen Kurs und so weiter und so fort oder Computerkurs. Interesse ist groß. Ich denke, dass wir bis Ende des Jahres noch die 100 hoffentlich auch knacken. Spricht sich immer mehr rum jetzt. Absolut, absolut. Ja. So wie Fatima gerade erzählt hat, das ist halt die Mundpropaganda. Ja. Und dadurch, dass wir öfters mal auf die Straße sind und viel Werbung dafür machen, dann halt über irgendwelche Social Media,
Das spricht sich rum und es kommen nicht nur Leute aus Oldenburg, sondern auch Umgebung, jetzt Westerstede oder auch Bad Zwischenahn, okay. Gibt es sehr viele Menschen, okay, aus Afghanistan. Okay. Mit denen haben wir auch mittlerweile Kontakt. Aber wir sind mittlerweile wirklich innerhalb von diesem einem Jahr deutschlandweit vernetzt. Okay. Dass wir echt viel zusammen machen. Es gibt viele Vereine aus Afghanistan, mhm, hier in, okay, Deutschland, so wie Hamburg, Bremen. Mit Hamburg sind wir sehr stark vernetzt. Okay. Mit dem organisieren wir auch sehr viele Sachen. Ja. Und ich denke, dass wir, und ich hoffe, dass wir halt wirklich den Verein so führen, dass das den Menschen zugutekommt. Ja. Genau. Ich weiß, dass es im Moment ein bisschen schwierig ist, Räumlichkeiten zu finden. Also man will sich ja auch mit dem Verein, auch mal mit den Mitgliedern, mindestens aber mit dem Vorstand ja auch regelmäßig treffen. Wie haben Sie das bisher gemacht? Wo hatten Sie da die Möglichkeit? In privaten Räumen dann? Oder? Genau. Ja. Wir haben einer von unserer Vorstandsmitglieder, Murtazor Soladi heißt er. Er lebt in einem Mehrgenerationenhaus. Mhm. Dort haben die halt einen großen Raum, den, okay, wir zum Glück bis jetzt nutzen dürften. Ja. Auch für unsere Festigkeit haben wir da ja ein, zweimal, auch als wir den Verein eröffnet haben, haben wir das dort stattfinden lassen. Genau, im Moment ist halt eben dort, aber das ist echt eine provisorische Lösung. Mhm. Das können wir nicht für Ewigkeit, mhm, machen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass die Menschen dann irgendwann mal, die dort leben, halt genervt sind, weil wir doch mit 30, 40 Leute dann plötzlich ankommen. Es wäre sehr schön, wenn wir da Unterstützung bekämen von Stadt Oldenburg, dass, ja, wir wirklich eigene Räumlichkeiten haben. Ja. Ich weiß, dass andere Vereine auch händeringend auf der Suche sind nach Räumlichkeiten. Und wenn wir die Sendung hier schon mal machen, vielleicht findet sich ja jemand, der die Sendung schaut, der Räumlichkeiten zur Verfügung stellen kann. Wir sind da sehr offen. Wir blenden hier nachher auch unsere Kontaktdaten ein und dann kann man sich gerne melden, wenn es da eine Möglichkeit gibt. Okay. Herr Poschin, Sie hatten ja auch gesagt, dass Sie, also Sie haben zwischen 2013 und 2017 hier die kommunale Gemeinschaftsunterkunft im Parkhotel geleitet und hatten da auch viele Kontakte zu afghanischen Staatsangehörigen. Das war also noch vor dem Abzug der NATO aus Afghanistan. Was gab es da, was waren da so vordergründig die Gründe, warum die afghanischen Menschen geflüchtet sind und, ja, hier nach Deutschland gekommen sind? Also ich hatte eine relativ hohe Anzahl von Hazara-Angehörigen. Das ist eine bestimmte Volksgruppe, ursprünglich, wie man sagt, mongolischen Ursprungs. Spielt aber jetzt auch keine Rolle. Auf jeden Fall, die waren besonders verfolgt, wie sie mir mitteilten. Viele dieser Hazara-Angehörigen haben auch jahrelang zum Teil im Iran gelebt, wurden dort auch nicht unbedingt sehr freundlich aufgenommen. Ja. Und viele, also mit Frauen hatte ich weniger Kontakt, weil die ja im Rahmen von Familien meistens dann auch gekommen sind. Aber eben mit den männlichen Afghanen dann, die auch teilweise politische Gründe angeführt haben. Mhm. Ich hatte einen Herrn aus, ich weiß es nicht, ob er aus Kabul war, ich glaube ja, dessen Onkel war wohl mal Verteidigungsminister im Kabinett Najibullah, also im Jahr 92 circa. Mhm. Okay. Der wurde dann ja auch ermordet, wie so einige andere vor ihm, afghanische Präsidenten. Und das war schon für mich A, beeindruckend und B, aber auch irgendwie ein Fingerzeig dafür. Wir wissen, seit 2001 hat sich die Bundeswehr dort niedergelassen, weil man ja Afghanistan, Deutschland am Hindukusch verteidigen wollte. Diese Aussage habe ich nie verstanden, aber das am Rande von Herrn Peter Struck, dem frühen Verteidigungsminister. Und das hat mich dann dazu veranlasst zu sagen, okay, wie geht Kultur dergestalt, dass man Menschen am besten zusammenbringt und dass in diesem Falle eben männliche Personen, mhm, verschiedener Ethnien, verschiedener Nationalitäten, okay, über Fußball. Und das hat sich dann auch sehr bewährt. Also wir haben gerade die afghanischen Männer haben uns sehr, sehr unterstützt und sehr verlässlich auch geholfen, sage ich mal, dieses Projekt auch mit deutschen Afghanen, Nigerianern, Eritreern und so weiter, Irakern, Syrern durchzuführen. Mhm. Und haben Sie heute noch Kontakt zu einstigen Bewohnern des Parkes? Also ich begegne wohl mal Personen im Bus oder irgendwie, ja, auf der Straße, dann, ja, spricht man ein paar Worte, das ist schon der Fall. Aber ich bin jetzt nicht mehr im Sport tätig, ja, oder so, ja, etwas. Also es hätte mich halt interessiert, genau, ob die auch den Weg schon zum Verein gefunden haben. Mhm. Also ob da schon Das kann ich Kontakte. Leider nicht beantworten, okay, aus meiner, cool, Warte jetzt. Alles klar. Genau.
Okay. Wie viel Kontakt haben Sie beide noch zu oder haben Sie zu Menschen, die aktuell in Afghanistan leben? Und was hören Sie so aus dem Land? Was wird da an Sie herangetragen? Ich habe leider sehr viel Kontakt. Was heißt leider? Ich habe sehr viel Kontakt. Mhm. Leider höre ich halt ihn halt nichts Gutes. Mit den Menschen, mit denen ich halt in Kontakt habe, das sind keine Menschen, die ich kenne oder die ich vorher gekannt habe. Wir haben letztes Jahr, bevor der Verein gegründet worden ist, haben wir gedacht, okay, wir müssen irgendwie was machen. Hatte ich versucht, halt ihm Soforthilfe zu schaffen für Menschen in Afghanistan. Und haben wir halt eine Soforthilfeaktion gestartet. Da hat mich zum Beispiel auch die Seebrücke Oldenburg sehr stark unterstützt. Ich bin dort auch Aktivist und versuche halt auch da, was das Thema Afghanistan aber angeht, halt eben stark mit zu organisieren. Und dadurch wurde das relativ schnell, hat sich sehr, sehr schnell rumgesprochen und man hat mich dann irgendwie, jeden Tag hat mich irgendeine Familie angerufen, die ich nicht kannte. Okay. Ja, und haben dann ihr Leid und Schmerz haben mir irgendwie anvertraut und am Telefon geweint. Es gibt Geschichten zum Beispiel, die eine Familie, die mich angerufen hat, das war eine Mutter, die wirklich unter Tränen mir erzählt hat, dass sie gestern oder vorgestern halt auf die Straße war und wollte eins ihr 6 Kinder verkaufen, um die anderen halt zu ernähren. Ja, und solche Kontakte oder Menschen zu denen habe ich sehr viel Kontakt nach wie vor. Unsere Ressourcen sind leider jetzt begrenzt. Wir können nicht so viel unterstützen wie am Anfang. Am Anfang haben wir wirklich relativ schnell 10.000, 13.000 Euro zusammenbekommen, okay, womit wir dann halt knapp 70 Familien versorgt haben. Oh, toll. Über mehrere Wochen. Also jedes Mal einmal Versorgung bedeutete halt bis zu 6 Wochen konnten die wirklich mit Lebensmitteln unterstützt werden, aber auch mit Brennholz, weil der Winter war in Afghanistan leider auch sehr hart, der letzte Winter. Aber da die Menschen halt eben keine Arbeit hatten und dann halt eben finanziell sehr, sehr schlecht dagestanden haben, haben wir versucht, halt eben vor allem sehr verwitwete Frauen, die dann halt eben von dem Regime aus nicht arbeiten dürften, aber halt eben Kinder zu Hause hatten. Ja? Und da haben Sie Hilfsgüter dorthin geschafft? Wir haben tatsächlich mit privaten oder halt eben mit unserer Leute, die wir dort haben, wir haben das Geld da überwiesen und die haben dann tatsächlich Hilfsgüter gekauft und vorbeigebracht. Mhm. Ne? Vorher eben ganz kurz kontrolliert und eben geprüft, ob die Familien wirklich halt eben bedürftig sind. Da musste man halt nicht viel gucken. Das war relativ schnell, dass die Familien bedürftig sind. Und dann haben wir diese Menschen halt geholfen. Ich habe leider wie gesagt, wir haben im Moment nicht die Ressourcen, die wir dann am Anfang hatten. Aber wir versuchen trotzdem nach wie vor halt ein paar Familien übers Wasser zu halten. Vor allem haben wir irgendwie 20 Kinder sind das, die wir dann halt private Kurse organisiert haben, wo die dann halt eben, ich sag mal, schreiben lernen und so ein bisschen. Also online dann? Nee, die gehen tatsächlich zu Kurse. Das sind private Kurse, das sind Menschen, die private Kurse anbieten, Lehrer und Lehrerinnen, die dann eigentlich nicht arbeiten dürfen. Okay. Das wird dann halt mehr oder weniger zu Hause organisiert. Okay. Das ist so ein bisschen im Untergrund. Das ist definitiv im Untergrund, genau. Und die Lehrer, die kriegen dann halt von uns, genau. Ja, Wahnsinn. Genau, das ist das, was wir in den letzten Monaten, und halt eben der Kontakt ist nach wie vor da. Auch das ist jetzt zum Beispiel, ich möchte halt eben den Menschen da draußen drum bitten, auf Better Place haben wir noch die Aktion, die ist noch aktuell. Da kann man halt eben, es geht halt wirklich um 5 Euro, 10 Euro, damit können wir wirklich viel erreichen in Afghanistan. Und wenn das möglich ist, bitte machen Sie das, weil Sie retten damit Leben in Afghanistan. Auch da können wir den Link und so vielleicht einmal einblenden. Absolut gerne, das kann ich Ihnen gerne zur Verfügung stellen. Frau Misai, haben Sie auch Kontakte nach Afghanistan? Haben Sie dort noch Familie, Bekannte? Was hören Sie von der Bevölkerung? Ja, meine Schwester wohnt noch da mit der Familie. Und wir haben fast jeden Tag Kontakt. Und wenn wir einen Tag nicht von die hören, wir sind richtig durcheinander. Und wir haben richtig Angst, was geschieht ist, warum die gehen nicht dran. Und wie gesagt, ich gehe zur Schule immer noch. Und nebenbei arbeite ich auch in einem Restaurant als Kellnerin. Und was ich von da
sparen sozusagen. Fast jedes Monat, monatlich, ich unterstütze meine Schwester, die dort wohnt, weil die Lage ist richtig schlimm. Die arbeiten zusammen auch, der Mann auch und auch sie. Und lässt die Kinder zu Hause, aber man kann nicht richtig so leben, mit was die zum Beispiel von da Einkommen kommt. Mhm. Und ja, und als eine Frau, die dort da arbeitet, ist richtig schwierig. Weil, wie gesagt, Frauen dürfen gar nicht auf der Straße alleine gehen, sozusagen. Und jeden Tag, das heißt, sie muss mit ihrem Mann zum Arbeit und der Mann muss sie auch abholen, sozusagen. Mhm. Die Lage ist wirklich richtig schwierig, aber trotzdem, die versuchen irgendwie durchzuhalten. Mhm. Und aber wenn ich mit sie spreche, sie hat null Hoffnung, sozusagen. Okay. Also die Lage hat sich gerade für die Frauen und Mädchen massiv verschlechtert. Sehr, ja. Seit 2021, nach der Machtergreifung der Taliban. Und ja, ist es so, dass gilt tatsächlich dieses Schulverbot auch für Mädchen ab der 7. Klasse? Also ist das, entspricht das der Wahrheit oder wie geht man damit um? Meine Freundin wohnt immer noch da. Das heißt, ich habe Kontakt mit sie auch, manchmal so. Sie war schon in 11. Klasse. Und sie hat zu mir gesagt, dass ich habe Angst. Die sagen jetzt momentan nicht, dass wir nicht zur Schule, aber wenn wir zur Schule gehen, einige Freundinnen von uns ist schon verloren gegangen. Okay. Mhm. Und deswegen, die sagen nicht öffentlich, dass ihr nicht dürft zur Schule, verstehe. Aber die machen das Angst. Ja. Das Angst ist da. Deswegen die Eltern sagen, lieber zu Hause bleiben oder irgendwas online. Ja. Oder besser als so. Als sich dieser Gefahr aussetzen. Ja, und in vielen Städten, die kleinere Dörfer und so weiter, ist schon verboten sozusagen. Mhm. Die haben öffentlich gesagt, dass die verboten ist. Und die Schulen sind zu. Das heißt, so in jeder Stadt ist ganz anders. Jede Stadt hat eines sagen wie Besitzer, die die Macht sagt. Die sagt ja oder nein. Mhm. Und die, wie sagen so in der Familie, die stehen auf, die sagen irgendwas und bevor schlafen, die tauschen die Rieder sozusagen. Ja. Sie sagen was anderes. Das ist überhaupt nicht berechenbar, was am nächsten Tag irgendwie passiert. Ja. Ja. Ist es tatsächlich so, Entschuldigung, dass ich jetzt, dass die Schulen geschlossen sind, im großen Teil. Nur das Problem ist, selbst wenn dieses Regime die Schulen wieder öffnen würden, die Frage ist, was ist der Inhalt, der dort halt eben unterrichtet wird? Ja? Die Begründung war ja, dass das halt nicht islamisch genug ist. Ja? Was bedeutet das? Mhm. Wenn ich Physik oder Chemie oder was weiß ich, das hat mit Islam, mit Religion nichts zu tun. Oder Mathe. Mhm. Ja, das ist das, worüber wir uns Sorgen machen. Selbst wenn die heute sagen, die Schulen sind wieder offen, die Frauen können wieder zur Schule gehen. Ja? Aber das, was dort unterrichtet wird, da müssen wir uns drüber Sorgen machen. Ja? Das heißt, auch die Jungen, die unterrichtet werden, werden halt sehr gesteuert. Absolut werden die gesteuert. Und das große Problem, was die Welt vielleicht noch nicht gesehen hat, ist das, dass seit 15. August 2021, die Taliban haben ja alles, was mit Kunst, mit Musik oder mit Kinos oder was weiß ich zu tun hatte, geschlossen. Und aus den Gebäuden haben sie Moschees gebaut. Hm. Und in allen Moschees werden halt eben die Terroristen der Zukunft ausgebildet. Mhm. Das muss man hier offen und klar sagen. Mhm. Ja? Was Sie vorhin sagten, dass Deutschland damals das Land Deutschland in Hindukusch verteidigen wollte. Was bedeutet das? Ja? Das bedeutet, dass Afghanistan einfach ein Feld für Kriege quasi genutzt wird. Das ist doch so. Wenn ich da anknüpfen darf, das war eine Propaganda-Aussage von Herrn Struck, um eine Legitimationsplattform zu schaffen dafür, dass die Bundeswehr dort quasi einmarschiert, angeblich mit der Maßgabe, Brunnen zu bohren und Schülerinnen und speziell Schülerinnen zu eskortieren zum Schulbesuch. Aber zweitens würde ich anfügen noch, man kann mit Scharia keinen Hunger bekämpfen. Absolut. Das haben die Taliban nicht begriffen.
weil ihr Weltbild und ihre Weltsicht, auch die kulturelle Sicht, auf Dinge von einer interpretierten Religiosität des Koran, was nirgendwo da steht, soweit ich etwas davon weiß, dass mit Strafe einen Strafenden, einen Angstgott zu predigen und dergleichen. Und das ist natürlich ein Wahnsinn anno 2022 sondergleichen. Absolut. Und da ist leider auch die respektive westliche Welt wenig informiert, wie Sie schon richtig sagen. Genau. Wie hat sich das denn in den 20 Jahren, in denen die NATO dort stationiert war, entwickelt, die Situation? Also ging es den Leuten, der Bevölkerung deutlich besser? Konnten sich demokratische Werte durchsetzen? Haben die Leute mehr Rechte gehabt? Konnte mehr Bildung auch stattfinden? Hat sich das auch positiv entwickelt? Oder was waren die Vor- und Nachteile? Ich denke, die zwei Regierungen, die in den letzten Jahren in Afghanistan regiert haben, oder die zwei Präsidenten, das waren Marionetten, die dort hingesetzt worden sind. Es gab Wahlen, die aber absolut manipuliert worden sind. Ja. Der eine hat gewonnen durch die Stimmen der Menschen, der andere hat aber trotzdem die Macht halt bekommen. Mhm. Ja. Und die Amerikaner standen daneben und haben gesagt, du hast gewonnen, du bist jetzt irgendwie, haben dann irgendeinen Posten dazu erschaffen. Das war so viel zur Demokratie. Mhm. Ja? Aber trotzdem muss man sagen, in den letzten 20 Jahren haben wir einige Dinge erreichen können in Afghanistan. Mein absolutes Herzensthema ist halt eben das Thema Frauen. Mhm. Unsere Frauen in Afghanistan haben in den letzten 20 Jahren wirklich sehr viel geschafft. Da muss man wiederum sagen, dank der Westen wahrscheinlich. Genau. Mhm. Ja? Das ist einmal der Vorteil, was ich daraus für mich herauskristallisiert habe. Wir haben die Mädchen in den letzten 20 Jahren, die haben echt wirklich maßgeblich Anteil daran gehabt, dass wir halt eben wirklich modern gelebt haben. Mhm. Ja, dass in Großstädten, sage ich mal, ich spreche so in Kabul, Mazar, Herat oder auch in Großstädten, dass die in Medien arbeiten durften, dass die wirklich als Modeln arbeiten durften, dass die eigenen Geschäfte, das waren Geschäftsleute, ja, die wirklich Geschäfte geführt haben und dann halt 20, 30 MitarbeiterInnen hatten. Ja. Das war das, was vorteilhaft war, mhm, oder was ich für mich als Vorteil gesehen habe. Aber alles andere oder vieles ist daneben gelaufen. Die sind da einmarschiert, haben versucht, Taliban zu eliminieren, wollten sie aber nie so richtig. Denn die Taliban wurden nie eliminiert. Die waren nicht in Großstädten, aber die waren immer da. Die waren in den Dörfern, die sind dann immer wieder rausgekommen, haben für Unruhe gesorgt, haben dann Anschläge ausgeübt auf Menschen, auf zivile Bevölkerung. Die Frage ist, wollte der Westen wirklich oder auch die Amerikaner, wollten sie, dass die Taliban eliminiert werden? Ich bin mir sicher, wenn sie das gewollt hätten, hätten sie es auch geschafft. Mhm. Aber das war nicht gewollt. Das ist meine Meinung. Ja? Vielleicht muss man noch anknüpfen, mit Verlaub, dass sich Taliban ja in dieser Konzentration aus den Mujahedin entwickelt haben. Diese Mujahedin wurden im Kampf gegen die Sowjetunion von den Amerikanern unterstützt. Das heißt, sie haben sich selber eine gewisse Machtfülle gezüchtet, die sie dann vorgeblich bekämpft haben. Ich halte das insgesamt, wenn ich die Genese sehe, von 1978 bis jetzt, für ziemlich verlogen, was da amerikanischerseits an Politik passiert ist. Das bestätigt eigentlich das, was Sie sagen. Genau. Mhm. Es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und trotzdem, Sie haben gesagt, wir haben ganz viel Kultur gehabt. Wir haben ganz viel Kultur. Es gibt Musik, es gibt Bräuche, es gibt Feste, tolles Essen. Einen kleinen Beitrag wollten wir hier auch an dieser Stelle leisten. Wir zeigen ja auch immer ein bisschen Musik. Und Sie haben zwei Lieder vorgeschlagen, die aus Afghanistan kommen und sehr gut zu dem Thema passen und im Moment auch vielerorts gespielt werden, weil sie halt vom Text her auch sehr gut passen. Würden Sie einmal vorstellen, um welche Lieder es sich handelt? Wir spielen jetzt gleich eins ein und am Ende der Sendung dann noch das zweite. Ganz genau. Wir haben zwei Lieder mitgebracht. Die passten wirklich sehr gut zu der aktuellen Situation. In dem einen Lied geht es halt eben, dass man heimatlos geworden ist, dass man seine Heimat verlassen muss durch diese ganzen Umständen. Und in dem anderen Lied handelt es sich halt um die Liebe zu der Heimat,
dass man halt ihm stolz drauf ist, dass man halt irgendwie seine Heimat liebt. Mhm. Ja? Und die werden tatsächlich im Moment weltweit, würde ich sagen, überall, wo halt eben Demonstrationen, Kundgebungen oder auch Mahnwachen für Afghanistan organisiert wird, die werden überall abgespielt. Jetzt würde ich gerne an die gesamte Runde einfach mal die Frage stellen, wie bewerten Sie den Abzug der NATO aus Afghanistan? Also ich finde, das ist absolut unkoordiniert gewesen. Das war definitiv nicht vernünftig organisiert, nicht vernünftig geplant. Sehr hektisch. Sehr hastig. Die Menschen sind dadurch wirklich in den Stich gelassen worden. Wenn ich von den Menschen spreche, spreche ich nicht nur von Menschen aus Afghanistan, aber ich spreche auch von den Menschen von eigenen Reihen. Es wurden ja die eigenen Leute, die wurden noch nicht mal richtig informiert. Die Ortskräfte meinen Sie jetzt? Die Ortskräfte, genau, die wurden noch nicht mal vernünftig informiert. Es sind heute noch Leute aus Deutschland, die in Afghanistan untergebracht sind und keiner weiß, wie es denen wirklich geht. Also das ist wirklich katastrophal gewesen. War das eine absichtliche Überfalltaktik oder warum ist das so hektisch und unkoordiniert passiert? Ich denke, die sind alle, die haben es unterschätzt, glaube ich. Die haben nicht verstanden, wie sowas ablaufen muss. Eigentlich, also für meinen Geschmack hätten sie das wahrscheinlich so machen müssen, dass sie zum Beispiel sich von einer Stadt Afghanistan erstmal zurückziehen und sagen, die Stadt dürft ihr selber jetzt regieren, wir wollen gucken, wie es funktioniert. Aha. Ja, immer nach und nach, immer Stück für Stück. Mhm. Und nicht dieses, am 15. August sehen wir aus Afghanistan raus. Dann muss das so sehen, wie ihr das macht. Und dann gab es dann halt verschiedene Meinungen mit den damaligen Präsidenten und Amerikanern, die waren sich nicht einig. Ja. Er hat dann im Hintergrund parallel halt ihm andere Dinge quasi ausgeführt. Es wurde nicht mit offenen Karten definitiv gespielt. Definitiv, es wurde nicht mit offenen Karten gespielt. Er hat zum Beispiel damals Menschen, die eventuell irgendwie hätten Widerstand leisten können und wollen, entmachtet. Andere Menschen, seine eigenen Marionetten da an die Position gestellt. Und die haben dann halt quasi die Macht an den Taliban übergeben. Innerhalb von einer Woche hatten wir 5, 6 Städte in Afghanistan dann halt quasi an den Taliban übergeben. Und das ist der Fehler gewesen. Das ist absolut nicht gut gelaufen. Mhm. Das ist echt unfassbar. Vor allem, wenn ich als ein Mensch aus Afghanistan drüber nachdenke, wie unsere Träume, die Träume unserer Frauen wirklich von heute auf morgen zunichte gemacht worden ist. Das ist, man kann 20 Jahre lang wirklich die tollsten Dinge geleistet haben in Afghanistan. Aber innerhalb von einem Tag haben sie alles vernichtet. Weggewischt. Genau. Ja. Und das ist das, das bleibt jetzt in Erinnerung und alles andere, was davor passiert ist, weil das ist, existiert einfach nicht mehr. Was nicht existiert, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Hm. Herr Poschin, warum ist der Einsatz gescheitert? Ja, ich will das jetzt nicht alles wiederholen, was Herr Miri gesagt hat, aber ich glaube, geopolitisch war Afghanistan für die Amerikaner nicht mehr interessant. Und die folgsamen Deutschen, sprich die deutsche Bundeswehr als Vasallen Amerikas, die sie immer noch sind, auch wenn sie es nicht gerne hören, sind dem gefolgt. Es war halt in Bezug auf Ressourcen nicht mehr interessant. Es war militärisch nie ein Thema, dass zum Beispiel deutsche Soldaten den Afghanen und Afghaninnen beistehen, militärisch im Kampf gegen die Taliban. Da ist nicht ein Schuss gefallen, das wird es nicht geben. Auch sollte es noch andere Invasionen geben, etc. Das heißt, das war nicht gewünscht. Und man konnte dann auch relativ, ich sag's mal in Anführungszeichen, lässig das Land sich selbst überlassen, nach dem Motto, wir sind dann mal weg, um mit Kerkeling zu sprechen aus seinem Buch seiner Zeit. Und das ist humanitär, wie gesagt, wir schreiben immer noch das Jahr 2022, nicht 1750 und so weiter, eine Katastrophe für Frauen und Mädchen, wenn ich das also sehe, ein Dekret mit einem Niqab oder Chador oder so rumzulaufen, mit diesem Schlitz, was ja viele Frauen sogar noch gutieren, was mir, unabhängig, ob ich jetzt in der westlichen Administration aufgewachsen bin, als Mensch einfach, ist ein Wahnsinn, tatsächlich. Ja. Und ja, es ist auch deswegen gescheitert natürlich, weil man sich mit dem Land, also ich habe einen früheren Arbeitskollegen gehabt, der war Hauptmann und war insgesamt ein Jahr in Afghanistan,
und er sagt, das gleiche unisono überhaupt nicht mit dem Land befasst hat. Mhm. Wie sieht es denn in Provinzen aus? Wie sieht es aus in Ghazni, in Jalalabad, in Faisalabad oder in Herat, Kandahar oder was weiß ich wo? Wie wird dort gelebt? Wie kommen zum Beispiel Kinder zur Welt? Natürlich durch Hausgeburt. Da ist keine Hebamme, die kommt, dann gibt es vom Standesamt einen Stempel etc. Das ist überhaupt nicht passiert. Man hat sich da sehr verkürzt an dieses Land rangewagt, um dann zu sagen, wir stülpen mal Demokratie über. Das ist toll, das machen wir mal und folgt dem Ganzen. Völlig praxisfern. Das ist in meinen Augen völlig empathielos letztendlich. Sie haben es ja auch gesagt, also nicht nur die Bevölkerung wurde da jetzt im Stich gelassen, sondern auch die vielen Ortskräfte, die dort immer noch leben, nicht kontrolliert oder strukturiert ausreisen können. Viele sind immer noch im Land und sind gefährdet. Ich hätte heute hier eine Dame vom Flüchtlingsrat Niedersachsen da gehabt, die gerne auch was zu der Situation gesagt hätte. Sie hat mir vorab im Gespräch auf jeden Fall mitgeteilt, dass sich wahnsinnig viele afghanische Staatsangehörige, aber auch Familienangehörige von Ortskräften dorthin wenden und sagen, was können wir tun, wie können wir die Menschen hierher holen, was gibt es für rechtliche Möglichkeiten. Es ist absolut immer noch nicht geregelt und es gibt keinen guten Koalitionsvertrag, der dazu Aufschluss gibt, wie es jetzt fortgeführt werden soll mit der strukturierten Ausreise. Sie haben auch einen Fall, den Sie jetzt immer noch betreuen und waren auch letztens beim Flüchtlingsrat Niedersachsen. Ich war vor 14 Tagen circa in Hannover, tatsächlich wegen verschiedener Rechtsfragen. Da ging es auch um die Beschaffung, das Leib- und Magenthema wahrscheinlich auch zurzeit, der Taskira, also der afghanischen Geburtsurkunde sozusagen. Mhm. Und da wurde auch gesagt, ja, es gibt jetzt verschiedene Verbalnoten, die da kursieren, auch vom Konsul, also von der Botschaft Afghanistans in Berlin Grunewald, dass man eben einen Ermessensspielraum anbietet, wenn eine Taskira nicht beschaffbar ist. Ich hoffe, ich bin da richtig informiert. Was aber die Ausländerbüros auch hier in Oldenburg überhaupt nicht nutzen, sondern da wird halt gesagt, wie ein päpstliches Dekret, das muss her, so wie es in Deutschland 1:1, dass es wieder dieser Tunnelblick umzusetzen ist. Und wenn es nicht passiert, okay, dann gibt es meinetwegen 20 Jahre gefühlt eine Duldung oder ähnliches. Mhm. So, und die Beratung dort war äußerst effizient und mit viel Material versehen, mit viel Einfühlungsvermögen auch. Aber wenn man sich vergegenwärtigt, dass hier aus diesem Fall, wie Sie es gerade sagten, Frau Wonner, jemand auch schon jahrelang unbefristet tätig ist hier im Bereich der Medizin und die andere Person ist auch dabei, sich Arbeit zu suchen etc. etc. Die Familie hat keine Verwandten in Afghanistan, da gibt es niemanden. Und man muss immer wieder dann wie ein Bettler, wie ein Bittsteller zum Ausländerbüro gehen. Die Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen wechseln häufiger, um dann zu sagen, ja, also Sie haben ja damals versprochen, das hieß nämlich 2021, dass man nach Berlin gemeinsam fährt, um eben da auch was zu erreichen, dass es wegen Corona nicht passiert. Termine werden teilweise nicht eingehalten. Also ich will jetzt das die nicht Situation zu ist sehr aufblasen, ist sehr schwierig. Mhm. Und der Flüchtlingsrat in Hannover beispielsweise kann eben auch nur sehr begrenzt helfen, weil die natürlich nicht Gesetze ändern können. Richtig. Etc. Aber es geht zumindest um Öffentlichkeitsarbeit, Lobbyarbeit, Beratung, so gut wie sie können. Ja. Sie sagte mir, es ist ein Fass ohne Boden. Es sind so viele Menschen, die Hilfe benötigen. Und das haben Sie ja auch anfangs geschildert, dass Sie so viele Anrufe kriegen, verzweifelte Menschen, die jeden Strohhalm eigentlich nutzen, um rauszukommen und ihre Situation zu verbessern. Ich habe tatsächlich nicht nur Anrufe aus Afghanistan gehabt, auch aus dem Iran. Es war wirklich ein junger Mensch, der mit seiner Frau und zwei Kindern in Iran lebt. Und das Visum ist dort abgelaufen gewesen. Dann wollte die Regierung in Iran die dann wieder abschieben. Die waren definitiv gefährdet. Dieser Mensch hat mit den Deutschen in Afghanistan gearbeitet. Das war alles bekannt. Das Problem oder das große Problem ist ja auch noch, dass alle Unterlagen in Afghanistan den Taliban übergeben worden sind. Ne? Alles zu den Ortskräften, zu den Menschen, die mit den Deutschen gearbeitet haben, nicht nur mit den Deutschen, sondern mit allen ausländischen Truppen. Die Taliban
die können sich wirklich einen nach dem anderen aussuchen und wissen, wo diese Menschen leben. Ja? Ich kenne zum Beispiel Fälle aus Afghanistan, dieser Mensch wurde von den Taliban mitgenommen, übelst wirklich geschlagen und dann haben die ihn durch ganz viel Geld dann wieder frei gelassen. Und dann hat er sein Zuhause verlassen innerhalb Afghanistan, lebt jetzt im Moment auf dem Dorf. Ja, ich unterstütze die auch finanziell so ein bisschen, dass die dann halt, sag ich mal, übers Wasser sich halten können. Aber der Mensch in Iran, so oft, wie er mich angerufen hat, wo ich gedacht habe, Junge, ich kann dir wirklich nicht helfen. Ja. Ich habe seinen Fall halt ihm an Hamburg weitergegeben. Dort haben wir eine MetzstreiterInnen, die sich halt mit solchen Fällen dann halt sehr intensiv beschäftigt. Und ich habe jetzt letzte Woche gehört, dass sie durch ihre Arbeit jetzt ein paar Leute evakuiert bekommen hat und ein paar Visum haben sie bekommen. Aber insgesamt ist die Situation sehr, sehr schwierig für die Menschen. Ich kenne eine Familie, ein Familienmitglied von dieser Familie lebt sogar hier in Oldenburg. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, weil er das nicht möchte. Seitdem die Taliban in Afghanistan sind, 5 Familienangehörige von ihm wurde getötet. Der letzte vor 3 Wochen. Vor den Augen seiner Kinder haben sie ihn getötet. Es reicht, dass er Tadschik ist und vor allem, dass die aus Peinchil kommen. Mhm. Das ist der Ort, so wie Andarob oder auch Tachort oder auch Daikindi, das sind Orte, wo halt eben noch Widerstand stattfindet. Okay. Genau. Und es reicht, wenn du aus den Orten kommst. Okay. Es reicht, wenn du in den Taskeder, was sie gerade gesagt haben, stehen hast, wo du geboren bist. Das ist schon Grund genug, weil, was sie auch vorhin, das möchte ich noch mal kurz erwähnen, Afghanistan ist halt eine Vielvölkerstadt. Der Fehler von den Westen, auch Amerikaner, war, dass die wirklich nur mit einem Volk Afghanistan immer gesprochen haben und über alle anderen Menschen in Afghanistan entschieden haben. Das ist das, was wir heute nicht wollen. Ja. Wir möchten nicht, dass es über uns entschieden wird, sondern mit uns gesprochen wird. Ja? Es gibt wirklich, wie Sie sagten, über 30 Ethnien in Afghanistan. Ja? Und die kommen alle aus Afghanistan. Was Sie sagten, das möchte ich nicht so stehen lassen, dass zum Beispiel Hazare aus Mongolei, wie es vor 5 oder 1000 Jahren waren und sowas, das sei dahingestellt. Aber die Menschen, die dort in Afghanistan leben, die kommen aus Afghanistan. Ich komme nicht aus Tadschikistan. Ich bin Tadschike, aber ich komme aus Afghanistan. Ja? Es gibt Hazare, die kommen aus Afghanistan. Es gibt sogar Hinduismus oder Hindus, die nennt man Sikh, die kommen aus Afghanistan. Das ist deren Land und nicht Hindustan oder Indien. Und bewerten die einzelnen Ethnien die Situation heute auch anders? Ich habe letztens eine Dokumentation gesehen, wo es darum geht, dass man unterschiedliche Bevölkerungsgruppen auch interviewt hat in Afghanistan. Und es gab Menschen, die auch gesagt haben, die Situation ist jetzt aktuell besser, weil zumindest ist kein Krieg. Die Frage ist, wer hat den Krieg in den letzten 20 Jahren in Afghanistan gemacht? Ja, wer hat Anschläge ausgeübt auf die Menschen? Das ist die erste Frage. Das waren die Taliban. Al-Qaida, Taliban, Haqqani-Netzwerk, jetzt mittlerweile auch ISIS. Das sind die terroristische Truppen gewesen, die in Afghanistan in den letzten 20 Jahren, sagen wir, gegen der alten Regierung gekämpft haben und einfach unschuldige Menschen getötet haben. Es kann sein, dass man von A nach B in Afghanistan im Moment ohne weiteres irgendwie fahren kann. Ja? Aber die Einschränkung, was unsere Frauen in Afghanistan haben, ist das besser oder vorher die Situation, dass die Frauen in Großstädten ohne Angst leben konnten? Ja? Die Angst war auch damals die Taliban, die Angst ist heute die Taliban. Ja, dazu kommt, das muss man noch erwähnen, wenn die Welt dieses Regime anerkennt, zum Beispiel Deutschland, dann haben wir in Berlin einen afghanischen Konsulat, wo die Taliban drin sitzen. Das heißt, wir haben diese Terroristen nach Deutschland offiziell eingeladen und die dürfen hier offiziell ihre terroristischen Handlungen ausführen oder planen, neben uns. Das muss man bewusst sein, dem muss man wirklich bewusst sein, dass es die Gefahr ist nicht nur für Afghanistan. Das ist wie vor 20 Jahren, die Gefahr wird wieder für die ganze Welt sein. Ja? Zumal das Al-Qaida jetzt wieder in Kabul sich eingehäust hat und von den Taliban inoffiziell unterstützt wird. Stellt sich am Ende die Frage, wie kommt man raus aus dieser ganzen Geschichte? Was kann man tun? Ich glaube, ganz wichtig ist Einsicht. Ich möchte vielleicht noch mal einflechten, dass über 90% weltweiter Kriege der letzten, ich nenne eine Zahl, 50, 60 Jahre, vorbereitet, logistisch durchgeführt, legitimiert und letztlich gewonnen oder verloren wurde durch Männer oder solche, die sich da verhalten. Das heißt,
es bedarf der Reflexion auch der westlichen, sogenannten westlichen Zivilisation von Männern. Wie gehe ich mit mir als Mann um? Wie gehe ich überhaupt mit Frauen um oder mit meiner Frau um? Das ist vielleicht ein Anfang. Und dem diametral entgegenstehen natürlich die Taliban, wo eben die Situation diese ist, in Bezug auf Frauen, wie Sie es ausführlich erläutert haben. So, das heißt, man kommt eigentlich nur raus durch Einsicht tatsächlich. Aber diese Einsicht muss auch gewollt und gewünscht sein. Und da bin ich sehr im Zweifel, dass das passiert. Das brauchen wir nicht von den Taliban oder von dem jetzigen Regime nicht erwarten. Das werden sie nie haben. Nicht vor 20 Jahren haben sie das gehabt. Das werden sie heute nicht haben. Das werden sie später nicht haben. Für uns Menschen, ich weiß, dass viele Menschen aus Afghanistan sich eins wünschen. Erstmal eine Übergangsregierung, die dann halt unter den Obhut UN, sage ich mal, irgendwie aufgestellt wird, dass die Situation so ein bisschen stabilisiert, anschließend wirklich transparente Wahlen, ohne dass irgendjemand wieder, irgendwie, jetzt fehlt mir der Begriff, manipuliert, die Wahlen manipuliert, das wollte ich. Das ist jetzt in den letzten Jahren öfters mal passiert, die Wahlen wurden manipuliert, das war sehr, sehr offensichtlich, das wusste jeder, aber es wurde trotzdem das gemacht, was diese Menschen da oben gewollt haben. Und das muss passieren, eine Übergangsregierung, und die Menschen müssen nachher wählen dürfen. Mhm. Ja? Die Menschen heißt nicht nur männliche Menschen, sondern wirklich alle Menschen, die über 18 sind. Frauen und Männern. Afghanistan, das Land, 50% der Bevölkerung besteht aus Frauen. Ja? Wie kann man ein Land führen, wenn 50% komplett lahmgelegt wird? Ja. Die Taliban haben vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen haben sie eine große Sitzung gehabt. Da haben sie gesagt, nee, wir vertreten unsere Frauen. Das können sie gar nicht. Ja. Die Frauen wollen nicht von denen vertreten werden. Ja. Die wollen selber sprechen. Klar. Die Frauen in Afghanistan heute sind nicht die Frauen vor 20 Jahren. Das sind Menschen, die selber über sich selbst bestimmen wollen. Ja. Und das ist die Lösung. Das muss gemacht werden. Und Föderalismus. Das ist das, was viele Menschen in Afghanistan wollen. Dass nicht aus Kandahar jemand in Badachshan eingesetzt wird und der dort soll regieren, sondern wirklich Föderalismus, wie hier in Deutschland zum Beispiel. Genau. Ja. Das ist das, was in Afghanistan, da sehen wir uns ganz sicher, dass es funktionieren wird, wenn wir wirklich ein föderalistisches Land haben. Es wäre schön, wenn viele Menschen diese Sendung sehen und ihre Meinung hören und auch die Menschen, die an wichtigen Positionen sitzen, so etwas hören, weil das einfach, ich kann mir vorstellen, dass das die Meinung von vielen Menschen ist in Afghanistan. Sie können das sicherlich bestätigen. Sie sind eine Aktivistin auch, die sich hier einsetzt und die es geschafft hat, hierher zu kommen und jetzt ihren Weg geht und Schule nachholt, Bildung, in Bildung investiert. Meinen größten Respekt davor und ganz toll, dass Sie diese wichtige Arbeit machen. Ich möchte Ihnen, Herr Poschin, auch noch kurz die Möglichkeit geben, Sie haben ein Buch geschrieben, dass Sie das hier einmal noch kurz vorstellen und sagen, wo kann man das erwerben, wie kann man da rankommen, worum geht es vielleicht in 2 Sätzen? Ja, also ich habe schon vorab Lesungen diesbezüglich durchgeführt. Das Buch lautet Menschheit to go, aber wohin? Es geht auch nicht primär um das Thema Flüchtlinge, wobei ich sehe nirgendwo einen Flüchtling oder Ausländer. Ich sehe immer nur Menschen. Seit meiner Schulzeit lebe ich das. Und es geht in satirischer Form, teilweise auch sehr bissig, darum, über die Überflüssigkeit von Diktaturen, warum Vorurteile das Leben bequemer machen und so weiter. So Dinge, wie sich das der Mensch gerne kuschelig einrichtet. Und das kann man im Selbstverlag dann bei mir beziehen oder in verschiedenen Buchläden. Das ist noch in Planung. Und circa Mitte, Ende August dann. Okay, und es gibt auch Lesungen dazu, die Sie durchführen. Genau. Wir werden Ihre Kontaktdaten einblenden. Und wer Interesse hat, der kann sich gerne an Herrn Poschin wenden. Sehr gerne. Und ein sehr interessantes Buch. Vielleicht möchte ich Ihnen beiden die Möglichkeit geben, so ein letztes Wort, einen Wunsch noch zu äußern. Was wäre Ihr größter Wunsch für Afghanistan? Jetzt, wo wir in dieser Lage sind, wir haben großen Wunsch, dass die komplette weltweit die Taliban-Regime nicht anerkennt. Das wünschen wir jeder zu sagen. Weil, wie gesagt, wenn diese Taliban
bekannt wird, dann bleibt von uns als Afghanistan gar nicht, als Afghaner gar nicht. Mhm. Weil wir sind nicht die. Wenn wir, das heißt, wir verlieren alles, was wir haben. Und wir wünschen das nicht wirklich, natürlich von jeder von uns. Ich bin nicht in Afghanistan geboren, aber meine Eltern sind in Afghanistan geboren. Ich bin im Iran geboren, sozusagen. Aber wenn jeder mich fragt, ich bin ein Afghaner. Weil das war Krieg vor 20 Jahren bis jetzt sozusagen. Aber ich habe meinen Namen nicht verloren, woher ich komme sozusagen. Das ist wichtig für mich sozusagen und für viele Afghanen. Zum Beispiel jetzt Herr Amiri wohnt vielleicht seit 20 Jahren hier. Aber wenn wir ihn fragen, er sagt, ich bin Afghan. Ja. Aber das soll natürlich nicht verloren gehen, genau, dieses Kulturgut, das Land, ja, die Tradition. Wo unsere Eltern kommen, wo alles, unsere Kultur, alles, was wir da haben oder hatten, das ist richtig, finde ich richtig schade. Und wünsche ich mir, das bleibt sozusagen was über. Ja. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob man das Förderung nennen möchte oder Wünsche. Aber ich glaube, ich kann den Namen vielen Menschen aus Afghanistan sprechen. Klar und deutlich keine Anerkennung des Terrorregimes aus den genannten Gründen, die ich vorhin auch schon gesagt habe. Die sind Gefahr für alle Menschheit und nicht nur für afghanische Menschen. Keine Verhandlungen mit den Taliban, aber die humanitäre Hilfe darf man nicht vergessen. Mhm. Es ist enorm wichtig. Es gab zuletzt in Afghanistan Erdbeben. Da hat man humanitäre Hilfe abschaffen können, aber das wurde an den Taliban abgegeben. Was damit jetzt passiert, das können wir eigentlich uns denken. Das kommt nicht dahin, wo es hinkommen soll. Ja? Das ist das Problem. Es muss wirklich humanitäre Hilfe geleistet werden, aber definitiv vorbei an den Taliban. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Und für unsere Bevölkerung in Afghanistan wünsche ich mir wirklich eine Regierung, die ernsthaft für die Menschen dort arbeitet und arbeiten möchte. Und weniger Korruption. Ja. Ja. Und dafür würde ich, bis zu meinem letzten Tag, werde ich dafür alles tun. Das sind ganz tolle Schlussworte. Ich wünsche Ihnen das auch von Herzen und bedanke mich, dass Sie alle da waren und hoffe, dass ein kleines bisschen was davon auch in die Öffentlichkeit getragen wird und dass Ihre Wünsche irgendwann in Erfüllung gehen. Ich bedanke mich auch bei den Zuschauern zu Hause, dass sie wieder reingeschaut haben bei Angekommen Gesichter der Vielfalt. Bis zum nächsten Mal. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von der Sendung.